Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Rebels. Diese Folge wird ein bisschen kürzer, gleich am Anfang bestätigen. Die letzte war unplanmäßig lang. Ja, ich hatte ja eine Umfrage gemacht, wo es dann eigentlich heißt, so um die 15 Minuten. Eigentlich hieß es aber auch, dass ich eine Sonntagsfolge immer rausballer, nur zu den warmen Zeiten jetzt. Habe ich nicht unbedingt wirklich Lust, muss ich dazu sagen. Also Tickets habe ich hier ja 3 Stück gegeben. Ja, genau, muss ich nur noch aus dem AHA dann holen. Eine können wir ruhig noch machen und in der Zeit, bevor wir dann reingehen, will ich den einen Ring jetzt mal, oder zwei, mal erwecken. Ich will mal gucken, was ich kriege. Dann mach das am besten jetzt gerade. Ich muss einen PC neu starten, der hat sich aufgehangen. Okay. Improvisieren. Dann ruf mich wieder bei Skype an und ich nehme dann an. das ist mein Hauptrechner, aber ich habe ja Skype über Laptop. Ach ja, genau, da sagst du ja was, okay. Ja, nee, gut. Das macht nichts. Okay. Also ich kann weiter rechnen, wollte ich gerade sagen. Weiter reden, also das macht nichts. Das Problem ist nur, dass es jetzt halt dauert, bis ich wieder reinkomme. Okay. Erst hatte ich DC, dann war ich auf dem Desktop, da habe ich gemerkt, dass alles hängt, also da hat sich aufgehängt. Okay, ja, kein Ding. Dann kann ich in der Zeit hier nochmal ein bisschen was gucken und machen und tun, bis du da reinkommst. Machen wir eine kurze Runde nochmal durch, weil das dauert ja nicht lange und dann gucken wir mal. Genau. So, was haben wir denn hier? Da... Dämonisch Energiering, den ich ja hatte, den will ich mal versuchen. Wieso Energie? Wegen Mana-Kosten, dass ich da Mana besser bin. Achso. Ich habe eigentlich immer gedacht, ein Energie, ein Beißend, aber Beißend habe ich bisher noch nicht bekommen, wie ich letztes Mal gesagt habe, die sind einfach zu teuer. So, gucken wir mal. Naja, nicht so doll. Also P-Abwehr plus 16, Crit-Trefferstärke plus 3, ja. Mana-Reflex plus 36, ja. Reflex plus 4 und kritische Trefferstärke nochmal plus 3. 6 kritische Trefferstärke, das ist okay, aber geht besser. Ja, dann gucken wir mal den anderen Ring. Das ist einfach nur Mondglück-Ring gewesen, weil ich da ja mit meistens farme oder anhabe, wegen Crit. Mhm. Gucken wir mal. Wo ist er denn? Da. Nehmen wir mal einen. Ja, und der ist noch schlechter geworden. Gewandtheit 4, Reflex 8, Reflex 20, Mana-Reflex 4 und Geschicklichkeit 2. Okay, das ist nicht so pralle. So, was sagst du? Die Gouverneur, die möchte ich ja in dem Video dann nochmal identifizieren für die Leute. Für mich. Mal zu gucken, was da ja gibt. Wie heißt die Schriftrolle? Siegelbruch. Okay, Siegelbruch. Ist die günstigste momentan 30 Millionen drin? Das ist okay, kann ich holen. Also ja. 80 Millionen ist eigentlich so Standard, wenn es gewesen in der letzten Zeit. 30 Millionen ist echt gut. Ja, weil wahrscheinlich wieder viel zu viel im Umlauf ist. Ja. So, und das, wie war das? Die Schuhe und dann die Schriftrolle. Genau. So, gucken wir mal, was wir daraus bekommen. Gouverneurs Machtstiefel. P-Abwehr 132. Mana-Abwehr 93. Okay. Willenskraft 27,5. Das ist Grab. Und Geschwindigkeit 11,2. Naja, das sind Grab-Schuhe. Dreislot? 2. Okay, das ist mega Grab. Naja, also war nicht so doll. Leider nicht. Ja, mein Gott, gut, was kann man nicht... Gut, dass ich genau die hergegeben habe. Ja. Sehr schön. So, du... Alter, was geht denn da ab? Ja, das ist einer, der keine Hobbys hat und eben sein PC... Alter! ...laufen lassen hat. Hätte ich auch machen können, aber dann hätte ich keine einzigartigen getroppt, dann hätte ich halt... Ganz, ja, ganz ehrlich, da wundert es mich nicht, oder dann wundert es mich schon, warum dann die Dr. Illa-Karten so viel kosten und nicht 10 Millionen. Weil der ist ja halt selber für sich wahrscheinlich verbrutzelt. Wenn ich so viele hätte, würde ich es auch selber probieren, ganz ehrlich. Ja. Mit Kreaturen-Spiegelkarten eventuell noch bist du dann wahrscheinlich echt gut dabei. Ja, du hast ja jetzt gut getroppt, also wenn da jetzt noch ein Farm-PC dran hatte, am besten. Bist du noch drinne?
Ja, ich bin wieder drinne. Nee, ich bin nicht mehr drinne, das meine ich nicht, aber ich gehe gleich wieder rein. Ach so, Buffs sind auch fast weg, aber das sollte noch reichen für die ersten zwei. Ah, wird eng, aber es sollte reichen. Also du siehst auch der Anfangskristall, was der bringt. Also der bringt jetzt gerade bei uns 20% Angriffsgeschwindigkeit und eben die P-Abwehrreduktion. So, Genehmigung zeigen ein. Du bist schon wieder drin? Nein, noch nicht. Okay. Also ich bin wieder rein. Und mein Dual ist einfach so wieder verschwunden. Yeah. Ah, So macht Trappel Spaß. die Buffs laufen eh gleich aus, aber wenn wir eh nur eine kurze Runde machen noch, dann ist das ja in Ordnung. Ja, müsste reichen. Am liebsten ohne den Dingsdrachen, also nur Tarkin und ja, den Anfang Engel probieren. Ich wollte warum schreiben und schreibe warum mit O. Worum? Oh Mann, ey. Komm schon dann. Ach, du bist schon längst drin, sag das doch. Ja, ich bin drin. Sag das, aber ich gucke hier im Aha fröhlich und frohlocket. Du, ich bin schon drin, gell? Ich wollte es nur mal so gesagt haben, also. Ja, ich bin auch gerade zufällig reingekommen. Ah, okay, alles klar. Wunderbar. So. Wenn die Buffs jetzt ausgehen, ich glaube, das könnte beim Tarkin echt böse werden. Zumindest für mich. Ja, für Vielleicht. dich ja, für mich könnte es auch eng werden, aber schauen wir mal. Vielleicht sollte ich da ein bisschen auf Abstand gehen und mal gucken wegen deiner Heilung dann. Oh, sagen, wo ist denn der Engel? Da ist er. Diese Verbrennung vom Engel ist auch ganz schön heftig beim ersten Schuss. Aber ansonsten geht es. Nur die Frage stellt sich eigentlich, warum haben sie den Engel nicht auf 190 gemacht, wenn die anderen auf 190 sind? Nicht alles in 190, also Tarkin ist 190, der nächste glaubt 160. Der Kann Drache. sein, ja. Und der übernächste wieder 190 und der TR weiß ich jetzt gerade gar nicht, ob der dann wieder 160 ist. Auf jeden Fall nicht alle gleich. Okay. Achso, du hast vorhin dieses Speedrun-Video angesprochen gehabt. Ja, das Problem ist halt, ich wollte es eigentlich dieses Event noch aufnehmen, weil es eben so lange dauert und viel XP gibt. Aber das Problem ist halt, ich kann das aufnehmen. Ja. Das ist das Traurige daran. Kloppen wir uns hier gerade dumm und dämlich, sag mal. So, Ende Gelände. Es dauert doch gerade viel länger als. Ja, die Buffs sind weg, ne? Naja, fast. Fast. Sollten wir uns ein bisschen beeilen. Ja. Erhöht die Droprate um 20%, yeah. Hier, da tauscht jemand eine plus 8 Willensschnittkarte gegen Illa. Level egal. Boah, will haben, meint sich nur plus 7, Mann. Musste Illa haben. Nein. Ja, weiß nicht, würdest du tauschen? Würde ich machen. Okay. Weil Wellenschnitt einfach geil. Und habe ich halt auch permanent Illa, brauche ich nicht. Er läuft aber Was habe ich Tarkin davon? rein und die Monster sind da. Okay, ich kümmere mich um die Monster, ne? Dann bleibe ich So wenigstens bin ich da. halt schlimm, gell? Bleibe ich wenigstens auf Abstand. Und kann mir nichts ausmachen, der Tarkin. Wenn du Heilung brauchst, schrei, ne? Ja, okay, ich komme. Mein Also ein Dinosaurier. bisschen, gerade so ein Dot-Heilung sollte reichen. Ja, mein. LOL, was war das denn? Ah, dein Dino, dein Dino. Ja, sehe ich gerade, aber ich halte dich gerade. Krusty Warte. Big Taki. Ich Eben Shakam. heile gerade mal mein Dino. Ja, das krieg ich hin. Lass gut sein, passt. Bleib nur in der Nähe wegen Drops. Weil ich glaub, du bist außer Reichweite wegen Drops. Jo, passt wieder. Vorhin sag ich auch, komm näher wegen Drops und was war es? War auf selbst gestellt, Mann. Echt? Alter, wieso kriege ich schon wieder Stiefel? Hast du auch was bekommen? Nein.
So. Beschwörerstiefel, okay, die würde ich gerne behalten. Je Ja, nachdem, was mach draus doch. wird. Ja. Naja, gut, dann war das eine kleine Runde. Also, Fazit. Kann ich da jetzt schon Fazit ziehen? Eigentlich nicht wirklich. Ja, es ist Naja. halt echt heftig schwer. Auch für mit meinem guten Equipment, sage ich jetzt mal, oder relativ gut. Cool. Es ist natürlich, es geht immer besser. Aber, ja. Ich sage jetzt mal, ich bin ein guter Spieler, aber kein kranker Spieler. Okay. Also es gibt immer noch Leute, die einfach besser Ja, drauf sind. klar. Besonders bei mir ist halt alles getrittelt, sage ich mal. Ich halte nicht so viel aus. Ich mache nicht so viel Damage, weil meine Pets eben auch Damage machen. Bei mir ist alles getrittelt, weil ich ja eben zu dritt unterwegs bin. Meine Pets und ich auch aushalten. Ich benutze keine Schadensweiterleitung, weil ich brauche zwei DD-Pets, dass der Damage rüberkommt. Wenn die Damage nicht drüber kommt und ich benutze ein Heilpad, dann kann ich zwar Schadensweiterleitung benutzen, muss mein Pet, Dual immer heilen, aber der Damage fehlt dann irgendwo. Das ist halt der Nachteil bei BM. Okay. Wenn dann man macht viel Damage und hält etwas weniger aus, oder man macht sich auf Tank, hält derbe viel aus, noch mit Heilpad und macht weniger Damage. Ja. Ist halt, wie gesagt, und ja, er hält auch, wenn ich auf Tank gehe, einfach weniger aus wie der Bersi, würde ich sagen. Okay. Deshalb komme ich da einfach echt schlecht voran. Das Problem ist halt auch immer AOE-DPS. Also, was heißt AOE-DPS? Das habe ich jetzt falsch gesagt. Zirkus. Mephisto macht AOE. Ja, meine Pets freut das nicht so immer so gerne, wenn dem Feuerbälle in die Fresse fliegen, sage ich jetzt gerade Ja, mal. klar. Da gehen halt meine Pets gerne mal drauf. In der Regel jetzt nicht, weil die sind jetzt mittlerweile wieder hoch genug. Aber wenn da halt zwei AOEs schafft rauszuhauen, sind meine Pets auch weg. Und es nervt halt ein bisschen, gerade als BM. Ich habe echt schwache Heilung als BM. Ich brauche meine zwei DD-Pets, weil sonst kann ich gleich Bersi spielen, weil einfach zu wenig Damage rauskommt. Ja. Bersi macht allgemein eh mehr Damage. Mein Bersi, den ich habe, mit dem gleichen Equipment macht mittlerweile fast schon mehr Damage wie mein BM. Okay. Also, ja. BM macht mir halt einfach Spaß, weil es halt, ja, Allrounder, eben wegen den Pets, Rappels ist eben Pets-lastiges Game. Ja, klar. Und da macht natürlich BM dann in meiner Hinsicht dann Spaß, weil es eben Pets-lastiges Game ist. Ja. Ist aber Ansichtssache immer und ich sag mal so, ja. Man soll halt Ja. einfach die Klasse spielen, die einem Spaß macht. Ja, klar. Ja, das Video ist gleich auch wieder vorbei. Was ich noch sagen wollte zum Ende hin ist, wie gesagt, so riesen Einschätzung kann ich jetzt noch nicht geben, da ich halt die anderen Bosse noch nicht wirklich bekämpft habe. Aber ich kann so den ersten optischen geben und der optische ist Katastrophe, denn es ist total einfach Es eigentlich ist echt billig gemacht. Also wenn man genau. sagt, die wollen Geld sparen, im Prinzip keine neuen Mobs grafisch produzieren, weil wenn sie neue Mobs, Viecher etc. grafisch darstellen wollen, brauchen sie ja irgendwelche Leute, um die Ja, grafisch, Grafikdesigner Grafiker, oder so. Ja. ja genau, um die eben zu erschaffen. Ja, Der klar. Ra muss da auch, also der Wächter von El-Kassir, der Ra muss da auch irgendwann mal entstanden sein und das hat einfach irgendeine Person gemacht, die da Lust und Laune hat und die hat natürlich Geld kassiert. Ja, klar. Klar, eigentlich für Rappels sollte dieses Geld im untersten Niveau sein, wo eigentlich zu viel Kraften sein, einfach um die Spieler zu erfreuen, dann macht es mal Spaß. Also, ich verstehe dann den Zusammenhang irgendwie nicht ganz, ich werde da nicht schlau draus, aber okay, das ist halt Rappels. Ja, Ja. außerdem mutieren die Dungeons seit Untergrund, sind ja die Dungeons nicht mal wirklich Dungeons, denn ja, wenn man ganz ehrlich ist, auch seit Labyrinthia nicht mehr, denn Labyrinthia hat sich schon so ein bisschen den anderen Dungeons abgehoben von Farm-DP auf Run-DP, ne? Und das Ja. ist, naja, nicht so mein Fall. Ich Genau. fand früher eigentlich besser, dass man in irgendeinem Spot stand und Genau. dann da gefarmt hat im Und da Endeffekt. richtig gut abgegangen ist. Besonders man hat halt einfach einen genialen KS draufgekriegt, was einfach Spaß gemacht hat. Genau, und Typisch das fehlt mir PP-letzter eigentlich. Raum. PP-letzter Raum war immer der beste. Das ist heutzutage noch der beste Raum, finde ich. Ja, ja. Manche sagen UFO-Raum dazu, ich sag Pizza-Raum dazu, weil er aussieht wie Pizza. Ja, Pizza, ja. Ich habe schon verschiedene Namen gehört, aber Pizzaraum ist, glaube ich, das gängigste von dem Namen. Ja. Der ist der Raum hinter Tarkin und der ist einfach, das ist göttlich. Also der zum Farmen etc. ist einfach genial gemacht. Also
Da macht auch meistens Spaß, da stehst du mal gerne mit einer Gruppe drinnen, also mit einer kleinen Gruppe, weil einfach alles mittlerweile so OP ist. Dreiergruppe und farmst da halt mal 3 Stunden zurecht. Wenn Ja, du klar. jetzt 3 Stunden Cube machst, dann drehst du irgendwann am Rad ab mit dem ganzen Rumgeporte und also es nervt halt auch. Ja, klar. Ja, und bevor wir hier noch weitermachen und das Video noch weiterfüllen und ich die halbe Parallelwelt schon auseinandergenommen habe. Ja, die ist wirklich schon halb, ich bin gleich einmal rum. Naja, gut, ich weiß nicht, das muss ich auch noch beurteilen, ne? Diese Monster hier, diese normalen Monster sind sehr spärlich ausgerichtet. Da sind mal Dreiergruppe und das war's. Und dann kannst du hier wieder 10 Meter, nee, Quatsch, 100, 1 Kilometer sozusagen weit Ja, gehen, bis da wieder welche kommen. das ist ein bisschen merkwürdig, muss ich sagen. Was ich glaube auch meine, bin mir aber nicht sicher, ich habe die hier drin auch schon sehr selten gesehen. Okay. Also ich war mal drin und habe einen angeklickt, irgendwo in der Pampa, einen angeklickt. Und der war sehr selten. Okay. Also verguckt habe ich mich meines Wissens nach nicht. Ich bin mir jetzt auch nicht sicher, ob das eben dieser Quest-Dungeon war, ob die da selten drin sind und in diesen normalen Dinger eben einzigartig sind, das weiß ich nicht. Aber ich meine, ich habe den hier schon eben auf sehr selten gesehen, aber wo, keine Ahnung. Okay. Weil Ja. wenn man die eben tamen will und dann ist das natürlich auch ein geiles Gebiet zum Tamen von den Ja. Viechern. Hey, da klaut mir meine Monster weg. Auf der anderen Seite brauchst du nicht weitergehen, da sind keine mehr. ja, da würde ich sagen, wenn ihr noch mehr Videos von der Parallelwelt sehen möchtet, vielleicht mit unserer, also mit der Gilde hier Longlife zusammen, vielleicht mal als Gruppe oder so, dann schreibt es mal in die Kommentare. Also wir würden da vielleicht noch mal gerne ein, zwei Videos drüber machen. Da kann ich schon mal so viel sagen. Ich bin mit 3 Leuten aus unserer Gilde auch schon komplett durchgekommen. Also bei den 190ern Mobs. Also das ist schaffbar mit unserer Gruppe. Okay. Das heißt, also wir könnten die ganze Gruppe mit unserer Gilde mal Ja, durchmachen. vielleicht machen wir das am besten dann mal am Wochenende. Da haben wir vielleicht ein bisschen mehr Genau. Zeit oder so. Gut, wie gesagt, lasst es uns wissen in den Kommentaren, wie ihr momentan denn die Parallelwelt eurer Meinung empfindet und ob ihr da mehr Bock drauf habt, ein paar Videos zu machen. Also in den nächsten Folgen wird es dann aber erstmal wieder ein paar Taming-Folgen auf dem Großen hier geben. Und dann wollte ich mal ein paar Dungeon Runs machen im Endeffekt. Mal gucken. Mal Oldschool Dungeon Party im Cube oder so mal sehen. Ja, mal wieder Cube Party Genau. oder allgemein einfach mal wieder eine gute DP. Sie können ja auch zusammen DP machen oder zusammen mal eine Taming Ja, Party klar. Runde machen. Weil Vor ich allen denke, Dingen. da spricht ja wahrscheinlich nichts dagegen. Nö. Aber so, bevor das Video jetzt noch länger wird. Und heute ist ein sehr schöner Tag, wenn Sie weiter. Nein, Quatsch. Bedanke ich mich fürs Zusehen und ja, macht es gut bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.